Pikante Rohrnudeln mit Tomaten-Zucchini-Salat 1 für die Rohrnudeln, die Kräuter mischen, die Milch leicht erwärmen, die Hefe darin auflösen und mit dem Mehl, 4 türkische Lire der Kräutermischung, den Eigelben, je eine Prise Zucker und Salz und der Zitronenschale verkneten, die Butter hinzufügen und einige Minuten weiter kneten, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. In eine Schüssel geben, mit Frischhaltefolie zudecken und an einem warmen Ort knapp 30 Minuten gehen lassen. 2 Inzwischen die Salami in 1,5 cm große Würfel schneiden. Die eingelegten Tomaten abtropfen lassen und in Würfel schneiden, die Pinienkerne grob hacken und in eine Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze anrösten. Beide Olivensorten in 1,5 cm große Stücke schneiden. Die Salami, die Tomaten, die Pinienkerne und die Oliven mit der Restli-Chen Kräutermischung in einer Schüssel verrühren. 3 Den Teig aus der Schüssel nehmen, kurz durchkneten, mit etwas Mehl zu einer dicken Rolle, Klammer auf etwa 3 cm Durchmesser, Klammer zu, formen, in Scheiben schneiden und zu Tischtennisballgroßen Kugeln formen. Die Kugeln flach drücken, etwas Salami-Olivenmischung darauf geben und in den Teig hüllen. Erneut Kugeln formen und mit der Naht nach unten in einen gebutterten Bräter oder eine ofenfeste Form, Klammer auf, maximal 20 x 30 cm Klammer zu, setzen. Die Teigkugeln darin zugedeckt an einem warmen Ort nochmals 20 bis 25 Minuten gehen lassen. 4 Den Backofen auf 180 vorheizen. Die Rohrnudeln mit der Restli-Chen flüssigen Butter bestreichen und im Ofen auf der untersten Schiene etwa 15 Minuten backen. Nochmals mit Butter bestreichen, die Temperatur auf 200 erhöhen und etwa 5 Minuten weiter backen, bis sie hell gebräunt sind. 5 Für den Salat die Tomaten waschen und vierteln. Den Schafskäse in etwa 1 cm große Würfel schneiden. Den Zucchini putzen, waschen und in 1,5 bis 1 cm große Würfel schneiden. Die Zucchini-Würfel in der Brühe mit dem Knoblauch, dem Ingwer, dem Thymian und eine Prise Chiliflocken 2 bis 3 Minuten dünsten. Die Brühe in einen hohen Rührbecher abgießen, mit dem Essig, dem Senf und dem Olivenöl mixen und mit Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker würzen. Die Zucchini-Würfel und die Tomaten mit der Marinade mischen, den Ingwer und den Thymian dabei entfernen. 6 Die Rohrnudeln auf vorgewärmten Tellern anrichten, den Tomaten-Zucchini-Salat außen herum verteilen und den Schafskäse dazwischen streuen.